von Westnorwegen an den Polarkreis. Eis, Eis, Eis. Also wir fahren jetzt über Stavrefjell, das ist Hochebene und es hat 15 Grad auf Richtung Norden. Drüben läuft die Eisenbahnstrecke, wir selber fahren auf der E6 und es ist richtig schönes Wetter. 19 Grad hier in Mittelnorwegen, unglaublich. Ein warmer Wind, fast wie Kalima auf Gran Canaria. Bei AliExpress hatte ich mir diese praktischen Routenhaltegurte bestellt. Ideal für einen Kombi mit hohem Dach. Es ist so trocken, dass sogar die Felder und Wiesen bewässert werden müssen. Das ist schön. Ja, klar. Das ist so. Das ist raus. Das ist übrigens jetzt die Hauptstraße in den Norden. Achso, die E6, Europastraße 6. Nachts um 23:30 in Norwegen. Dunkler wird es wahrscheinlich nicht mehr hier im Norden. Bei 8 Grad plus und Scheißwetter. Rechts ab. Ui, die ersten Elche, die ich sehe. Die ersten Elche, die ich live sehe, zumindest in der Freiheit. Na, servus, alles klar. Kurz nach 1 Uhr nachts irgendwo in Nordnorwegen. Auf dem Weg einer Umgehungsstraße. Hoffentlich kommen wir irgendwann mal am Ziel an. Insgesamt ist die Strecke von Kvammen, Westnorwegen, nach Vagaholmen, Nordnorwegen, über 1200 Kilometer. 18 Stunden Nettofahrzeit. Wir sind mit kurzen Pausen durchgefahren. 3 Grad. 3 Grad. Jetzt habe ich gut. Super. Ich dachte immer, Elche wären selten. Aber hier sah ich neben der Hauptstraße weit mehr als in einem Wildpark. Ja, und dann gab es sogar noch wilde Rentiere. In dieser Situation wären wir mit einem Elektroauto sicherlich klar im Vorteil gewesen. Moin, moin. Doch hätte uns das einige Stunden mehr an Ladezeit gekostet. Die Rentiere in Norwegen, Nordnorwegen, only. Von sommerlich warm nach eisekalt innerhalb weniger Stunden Autofahrt. Schon ein ganz schöner Trip. Die letzte Fähre vor Jungsfjorden. Dann hatte ich einen Filmriss und als ich wieder aufwachte, fand ich mich in einem Shuttlebus. Offensichtlich hatte man uns zu einer Bootsfahrt überredet und so montierte ich einen Gummifisch. 145 Gramm und den hatte ich eigentlich gekauft für Schwarzwasch. Mein erster Bootsfisch. Erster Wurf und schon Dorsch. Ich kam noch nicht mal dazu, meine Handschuhe anzuziehen. Prima. Dankeschön. Ja, gar nicht schlecht. Kann jemand mal ein schönes Foto hier machen oder was? Ja, schön. Haha, ich freue mich eigentlich nie so richtig. Was hier auch daran lag, dass der Heilboot hier mein Zielfisch war. Vielleicht die letzten 5 Meter. Merkt er das nochmal? Den Heilboot hatte dann der Bootsguide Jonathan, der seinen Job sehr gut macht, mit Köderfisch auf Grund. Nun hatte ich zumindest mal eine Quaite live gesehen. Als Gothic-Fan fiel mein Auge aber auch auf diese coolen Totenkopf-Jigköpfe. Diese produziert Jonathan zusammen mit seinem Vater. Viele bekannte deutsche YouTuber waren wohl schon hier auf der Tjungsfjord Lodge. Dennoch hoffte ich, ohne Sprachfehler zurückzukehren, sodass ich euch weiterhin reale Informationen über Fischen geben kann. Alter! Heute Regentag. Mit Regen muss man in Norwegen immer rechnen, auch wenn es hier am Polarkreis im Norden eher weniger regnet. Die Elchkuh lässt sich leider nicht blicken, die ist wild. Der Betreiber der Lodge hatte mir freundlicherweise aus Deutschland diese handgefertigte Meerforellenroute mitgebracht. Diese hatte ich nach meinen Wünschen und Vorstellungen vom Routenbauer Jack Fisk in Hamburg bauen lassen. Für ihn hatte ich kürzlich einen Online-Routenbaukurs synchronisiert bzw. eingesprochen. Die Route gab es noch als Bonus dazu. Vielen Dank. Leider waren aber die Meerforellen hier oben im Norden Ende Mai noch nicht aktiv
Und das Primärziel war natürlich Heilbutt vom Ufer. Eine wunderschöne Sandbucht sah vielversprechend aus. Nicht unbedingt zum Bade bei 9 Grad, aber wie an vielen dieser unberührten Spots, ein Probewurf und... Anfangs war ich auf solche Aktivitäten noch nicht vorbereitet und so war das Landungsgerät noch eingepackt. Aber dafür habe ich ja meine schwere Spinnrute mit 5 Kilo garantiertem Hebegewicht. Scheiße! In diesem Fall ist der bedauernswerte Fisch allerdings ausgeschlitzt. Wenigstens hatte ich nicht mehr meine Pantoffel an, sondern meine Wattschuhe mit Filzsohle. Mitnehmen oder nicht? Gut. Dann muss von hinten reinkommen, oder? Soll man in der Wind auf die neigen Ding da eben. Okay. Ja. Am Nachmittag hatte man die Faxen dick von uns Landratten und setzte uns auf einem Felsen aus. Viele kennen ja meine Einstellung zum Bootsangeln. Und dann noch mit Guide, da ist mir der Eigenanteil am Fang einfach viel zu gering. Keinerlei Reiz für mich. Die vorgelagerten Inseln boten einige Untiefen, die sich aber als Dorschwiesen herausstellten. Ja, die Dorsche flogen jetzt regelrecht um die Ohren, kann man sagen. Obwohl ich es gezielt auf Quaite versuchte. Also mit größeren Ködern und gleichmäßiger Köderführung. Hubert hat sie allerdings doch mit dem Dorschvirus infiziert und ist dann in einen regelrechten Fangrausch geraten. Mit einem 40 Gramm Standardpilker in UV-Rot für 10 Kronen fing er hier in 2 Stunden 18 Stück zwischen 1,5 und 4 Kilo. Am nächsten Tag erkundeten wir einen Spot, den ich mir schon zuvor mit Navionics und Google Maps rausgesucht hatte. Von der Nahrung merkt man, dass hier eine ganz andere Anschwemmung ist. Sehr kleine Dorsche hier. Oder anders ausgedrückt, ideale Beute für den Heilbutt. Ja. Ja klar, natürlich werde ich hier vorbeiziehen. Auch sonst perfekter Untergrund für den Heilbutt. Hier ein kleiner Schellfisch über dem Sand, Wasserpflanzen, in Ufernähe felsiger und viele, viele kleine Seelachse zwischen 20 und 30 Zentimetern. Der ist ein bisschen größer, da kann man ein Foto machen, ja. Da kommt er. Der hat hier ganz vorne gestanden, ja. Wow, hat der eine tolle Farbe. Dann komme ich mal näher. Der Dorsch muss natürlich am größten sein. Können wir wieder richtig ordnen, Frisur und hopp. Bei jedem Biss hoffte ich, dass es nun endlich eine Quaite ist. Doch auch hier wieder. Und schöner. Hier lasse ich den Nilstick einfach mal vom Kai am Einkaufszentrum runter. Eine richtige Plage, die Dorsche im Tjongsfjord. Nun wollte ich es mit einer speziellen Dropshot-Montage auf Heilbutt versuchen, die ich auf amerikanischen YouTube-Kanälen gesehen hatte. Ich habe die Montage allerdings noch vereinfacht. Statt einer extra Dropshot-Montage, bei dem der Haken auf die Schnur geknotet wird oder per Seitenarm montiert wird, habe ich den gewichtslosen Köder mit Haken einfach an den Sprengring am Tönchenwirbel eingehängt. Das Blei mit 30 bis 40 cm Reißschnur darunter. So habe ich ein schnell auswechselbares Setup. Die Montage wird ausgeworfen, auf den Boden sinken lassen und dann mit vielen Pausen eingeholt. In den Pausen sollte man etwas an dem Köder zupfen und auf den Biss warten. Funktioniert schon mal die Methode. Könnte ein gutes Kaliber sein. Uah.
viele unterschiedliche Dorschpopulationen hier im Norden. Dieser könnte mal ein Skrei werden, wenn er groß ist. Seine dunkle Rückenfarbe und die eher unauffällige Pigmentierung könnte ein Hinweis darauf sein. In den 80ern habe ich manchmal so ähnlich mit totem Köderfisch im Rhein auf Zander geangelt. Der Gummifisch hier ist mit Geschmack und Geruch imprägniert. Der Biss fühlt sich eigentlich auch genauso an, als hätte man einen Naturköder montiert. Man kann sich also mit dem Anschlag ein wenig Zeit lassen. Überhaupt fühlt es sich wie ein Flashback an, Ende der 80er auf den Steinpackungen am Rhein zu stehen und Zander zu angeln. Tatsächlich gab es dort früher so eine Frequenz. Trotz der gierigen und unvorsichtigen Bisse hatten wir nicht einen Dorsch, der geschluckt hatte. Wir haben nicht gezählt, aber in manchen Sessions von 1 bis 2 Stunden hatten wir sicher weit über ein Dutzend. Ihr seht ja also nur einen Bruchteil der Fänge, denn ich wollte mir die Batterie und Speicherkapazität für den Heilboot aufheben, der leider nicht kam. Ich vermute die falsche Jahreszeit für das Uferangeln. Vielleicht 1-2 Monate später. Wer aber Dorsche im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Abwinken fangen will, und das vom Ufer, der ist hier am Tjongsfjord genau richtig. Wir haben übrigens keinen einzigen Dorsch mitgenommen, denn Dorsche hatten wir im Westen im Winter schon genug. Und dann hieß es leider schon wieder Abschied nehmen von den Elchen. Denn bei uns im Westen gibt es nur in Anführungszeichen Rotwild. Die Mittsommernacht fuhren wir wieder durch, morgens um 8 Uhr am schönen Trondheimfjord. Zurück ging es wieder zwangsläufig über einen Gletscher, hier auf 1400 Meter Höhe. Gibt's noch gar nicht. An einem Ausläufer des Sönjefjords machten wir dann einen kurzen Stopp, wo ich dann meinen ersten nordischen Hornhecht fing. Mein erster Hornhecht hier in Norwegen. Gibt's denn sowas? Für einen roten Schnabel, der hat. Interessant. Sieht ganz anders aus als das, was man auf den Kanaren fängt. Auch dunkler an der Oberfläche, eher grün. Interessant, wirklich. Und wie ich schon in einem anderen Video sagte, der Deadly Dicklure muss in Norwegen immer mit dabei sein. Cool. Link in der Beschreibung. Nehme ich noch mit. Ja, und dann gab es tatsächlich sogar noch einen zweiten dazu. Tüte voller Fische, ziemlich warm heute, 25 Grad. Und das findet man in Norwegen auch.